Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakobart und es wird Zeit, den Boss-Keiler-Account mal wieder auszupacken und weiterzumachen mit dem Grind. Da haben mich ja schon einige gefragt, es tut mir leid, dass jetzt in der Zwischenzeit so wenig passiert ist, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall hier weiter angreifen und wir haben ja gerade in dem Marathon sehr, sehr viel geschafft. T29 sind mittlerweile zwei Gunmarks drauf, den haben wir schon fertig erforscht, da brauchen wir im Prinzip eigentlich nur noch Credits, um uns hier den T32 zu kaufen. Der kostet 2,6 Millionen. Ich will den T29 ehrlich gesagt nicht verkaufen. Also wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, verkauf doch die anderen. Nee, mache ich nicht, weil irgendwann will man sich die wieder kaufen. Gerade T29 in meinen Augen absoluter Panzer, den man in der Garage behalten sollte. Beim M6 und T1 Heavy, da können wir jetzt demnächst, wenn wir dann wirklich Credits brauchen, nochmal drauf schauen, die vielleicht verkaufen. T44, auch so ein Gerät, den ich auf jeden Fall in der Garage behalten will, genauso wie den T3485. Hier könnte man überlegen, ob man den T43 verkauft. Ich denke, den brauchen wir halt wirklich nicht mehr. Das heißt, wir können hier mal das Ganze ausbauen. Wir haben noch 5 Ausbausets, also Gold kostet uns das nicht. Und der Rest, ja, ich denke, das macht Sinn. Den T43 ist jetzt kein Panzer, den ich wirklich gerne spiele, von daher. So, die Munition, die verkaufen wir. Besatzung ist sowieso nicht mehr drauf. Erste-Hilfe-Kasten, das ganze Zeug kann ins Lager. Hier machen wir auch einen sportlichen Verkauf draus. So. Zack, ist das Ding verkauft und wir sind um 800.000 Credits reicher. Jetzt können wir hier nochmal auf den, von den 10ern haben wir nichts. Wir haben auch keine Reihe, deswegen ist es eigentlich völlig egal. Ich würde jetzt hier einfach mal den 50B nehmen als Stil. Aber hier geht es auch wieder nur darum, Credits zu farmen, Marken zu farmen und das, was man als Free-to-Play-Player halt hier oben in dem Battle Pass mitnehmen kann, mitzunehmen. So, haben wir das jetzt alles hier schon mal ein bisschen gelüftet, würde ich sagen, fangen wir an. Hier bei dem T44, da müssen wir noch einiges grinden. 142.000 Erfahrung zum Objekt 430 und 142.000 Erfahrung zum T54. Das heißt, wir hauen jetzt hier ganz sportlich mal einen Booster rein und zwar hauen wir das hier rein, dann hauen wir das hier rein und weil wir hiervon auch noch so schön viel haben, hauen wir das auch noch mit dazu und dann würde ich sagen, starten wir in die erste Runde und schauen mal, dass wir hier vielleicht schon gleich einen soliden Einstand haben. Ein 8er Only Battle ohne Arti, das ist natürlich eine faire Nummer. Da können wir versuchen, einigermaßen aggressiv zu spielen. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer das Problem gehabt, wenn man von hier, von dieser Seite zum Donut fährt, stehen die Leute schon bei D1, gerade so schnelle Progettos oder so und ihr kassiert unglaublich. Deswegen traue ich mich da eigentlich schon nur noch mit wirklich superschnellen Panzern hin. T44 ist zwar mobil, aber jetzt auch kein superschneller Panzer und vor allem das Gegnerteam ist halt, ihr seht das ja auch, ne, was wir für einen Weg zurücklegen müssen und das Gegnerteam ist halt superschnell hier auf dieser D1-Position. Deswegen würde ich euch auch ganz stark davon abraten, es sei denn, ihr habt wirklich einen Top-Spawn und ihr habt einen schnellen Panzer. Ansonsten würde ich wirklich den Donut von dieser Seite anfahren. Da kann man sich dann überlegen, wenn man schnell ist, ob man hier noch rumzieht. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Und ansonsten jetzt ohne Arti können wir aber auch im Zentrum vielleicht einigermaßen aggressiv spielen. Ah, da ist schon, okay, der Progetto, da, wo der Buras jetzt steht, ne? Wir haben natürlich super schnelle Panzer gehabt mit dem Buras. Der Progetto ist schon raus, ihr seht das, das ist halt so das Thema. Jetzt müssen wir hier gucken, wenn wir den Donut schon haben, das ist optimal für uns. Dann können wir hier versuchen, hier die Gegner zu bekämpfen, so ein bisschen versuchen, Halldown zu spielen. Er tut uns auch den Gefallen, kommt nochmal. Und unsere Buras können jetzt hier schön von der Seite reinfarmen. Der Panther 88 macht auch uns, oder tut uns den Gefallen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen mit dem Kanaven, weil der zieht uns aus, wenn wir nicht aufpassen. Aber wir können ihm jetzt hier eigentlich oben reinschießen. Er hat schon APCR geladen.
Er hat jetzt leider nicht getroffen. Also eigentlich, wir müssen jetzt halt nur aufpassen hinter uns, ne? Die 274A, die sehen schon recht aggressiv aus. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht in uns reinfahren. Und der Carnarvon, da müssen wir jetzt hoffen, dass unsere Buras A oder jetzt kommt hier der VK. Also jetzt hier einfach ein bisschen warten. Ich gehe immer wieder mit Auto-Aim auf ihn drauf, um meinen Turm schon mal in die Richtung zu halten. Und wenn jetzt hier der... Okay, der hat jetzt gerade geschossen. Wenn wir ihn in die Turmseite schießen, das sollten wir dann ausnutzen. Jetzt kommt unser VK und das ist natürlich optimal für uns hier, ne? Müssen wir jetzt... Er hat gerade wieder geschossen. Ja. Okay, super. So, jetzt kommt man den Brass nochmal eingeben. Das sieht sehr gut aus für unser Team. G-Saw würde ich ganz gerne hier noch reindrücken. Jawohl. Ich stehe jetzt so weit vorne, weil ich Angst habe, dass ich von hinten sonst gleich von den 274 kassiere. Der G-Saw hat jetzt eigentlich auch, steht komplett im Kreuzfeuer von allen. Also da können wir jetzt auch versuchen, ein bisschen aggressiver anzupieken. Er schießt auch gerade, ist nicht auf uns fokussiert. Wenn wir jetzt vielleicht noch eine geben. Ihr seht das Gunhandling, ne? Vom Gunhandling vom T-44 ist einfach Zucker. So, und da hat er jetzt den Fehler gemacht. Hätte hinter dem Stein wahrscheinlich stehen bleiben sollen. Den nächsten Kill gemacht. 122 TP da oben. Also es läuft sehr gut. Unser Team hat das auch sehr gut gemacht. Donut besetzt, Zentrum besetzt. Selbst der VK, und das muss man hoch anrechnen, ist hier mit nach vorne gekommen. Hat jetzt natürlich gut geblutet, vielleicht ein bisschen übermütig da reingekracht, aber alles in allem war das schon eine gute Hilfe, weil der Carnarvon, wenn wir alleine gegen den Carnarvon jetzt hier gespielt hätten, der hätte uns da komplett dominiert. Wäre jetzt gut, wenn wir noch den 122 da rauskriegen, von dem will ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht die Schelle fangen und dann können wir dahinter die Leute noch wegdominieren. Jetzt ist er natürlich wieder zugegangen. Jetzt ein bisschen ärgerlich. Jetzt steht er da und geiert uns an. Hat geschossen. Müssen uns jetzt wahrscheinlich von ihm die Schelle fangen. Oder auch nicht. Also steht sehr, sehr aggressiv da oben. Hat wieder geschossen. Dann können wir gucken, ob wir hier auf ihn schießen können. Wir laden auf jeden Fall schnell nach. Er lädt aber auch schnell nach. Ah. Okay, aber sieht sehr gut aus. Das, was ich jetzt hier mache, ist natürlich ein bisschen risky, aber das Game ist gewonnen. Jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, noch mehr rauszuholen als... So, das Objekt hat geschossen. Schuss leider nicht getroffen. Er schiebt ihn jetzt hier raus. Panzerung, die Wandpanzerung ist natürlich ziemlich hart von dem Kollegen. Und den Kill kriegen wir auch noch. Also 3400 Schaden in der ersten Runde, 361 Unterstützungsschaden, 2 Kills. Das war doch eine super Auftaktrunde. Keine Arti, da kann man schön aggressiv das Zentrum spielen. Das kann der T-44. Ja, und wie gesagt, wir haben auch, muss man sagen, von unserem Team gut Backup bekommen. Die Kollegen haben die richtige Seite bespielt. Jetzt hier Top-Schaden gemacht. Aber wie gesagt, auch von den Buras war das wichtig, da am Anfang den Donut zu besetzen. Das ist wirklich sehr gut gelaufen. Wir haben jetzt hier 30 Anleihen noch bekommen, 39.000 Credits haben wir hier gemacht. Also das war doch schon mal eine wirklich sehr, sehr gute Auftaktrunde. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal, ob wir das mit dem T29 auch hinbekommen. So, klicken wir rein und hoffen, dass wir hier auch eine ähnliche Partie bekommen. Wieder keine Arti. Also man muss sagen, ich glaube, dass... für die Leute, die kein Freund von der Arti sind, der Patch sehr gut funktioniert hat. Und auch in den Ranked Battles, muss ich sagen, gestern über 20 Gefechte Ranked Battles gespielt, nicht ein einziges Mal eine Arti dabei gewesen. Also für Leute wie mich ist das Paradies. Ich weiß, es gibt viele, die sehen das anders oder zumindest einige. Aber wie gesagt, für mich persönlich
ohne Artis spielen einfach das absolute Schlaraffenland. Könnte ich gar nicht genug von kriegen. Wir sind jetzt hier in einem Neuner-Gefecht. Ja, muss man schauen, wie wir das Ganze angehen. Man könnte jetzt hier mit dem T29 definitiv sagen, dass wir vielleicht in die Mitte fahren sollten, um da unseren Turm so ein bisschen auszuspielen. Wir können dafür vielleicht hier auf diese Seite fahren. Hoffen, dass unser Team hier das Zentrum auch angeht. T49, EBR fahren schon hoch. Und da, wo der Borast jetzt steht, da denke ich, haben wir eine gute Möglichkeit. Wir sind jetzt schon gespottet worden von der Insel, gehe ich mal da stark von aus. Ja, das ist der Ru. So, dem Skoda haben wir schon mal ein Ding gedrückt. Und hier können wir jetzt einigermaßen Hold-on spielen. Wenn der Challenger jetzt noch hochfährt, hallo. Ja, wir müssen jetzt halt nur aufpassen, weil wir den Hügel nicht haben. Komet ist auch schon hinter uns durch. Jetzt fährt hier auch noch ein ISM spazieren. Ich lasse ihn schön weit hochfahren, dass ich ihm noch eine mitgeben kann. Ich muss jetzt, wie gesagt, der Komet hinter mir könnte gleich auf mich schießen. Es ist hier ein ziemlich offener Schlagabtausch. Sieht man sonst auch selten. Also, mag man oder mag man nicht, aber man stellt auf jeden Fall fest, dass ohne Arti mit viel offenerem Visier gekämpft wird. Ich persönlich feiere das. Ich weiß aber auch, dass es nicht jeder mag. Wir müssen jetzt aber zusehen, dass wir uns hier aus der Nummer auf die andere Seite verschieben. Warum? Weil der Hügel sonst von oben auf uns feuern kann. Und ich will jetzt hier wirklich nicht so hart im Kreuzfeuer stehen. Komet schießt jetzt von der Insel auf uns. Zumindest einmal geantwortet. Hier, viel Spaß damit. Ich habe mir jetzt zwar noch eine gefangen, aber dafür hat er sich 365 gefangen. Ich denke, war eine faire Ausbeute. So, ISM haben wir gespottet oben auf dem Hügel. Vielleicht kann einer der TDs drauf wirken. Da stehen eine ganze Menge Panzer. Der Challenger ist eigentlich sehr weich gepanzert. ISM könnte da oben wirklich zum Problem werden, weil er da sidescrapen kann am Stein. Aber der Challenger sollte jetzt nicht das große Problem sein. T10 müsste jetzt hier mal ein bisschen anfangen mitzuspielen. T34. Das sind ja alles Leute, die haben eigentlich eine gute Kanone. Der Löwe steht da vorne. Ziemlich genau da. Also wir sind jetzt hier gerade gespottet worden. Und das wird der Löwe gewesen sein. Da ist er. Hat auch schon gut geblutet, der Mann. Ja, es ist immer relativ schwierig, hier ein klares Schussfeld zu bekommen, weil da steht so viel Schrott im Weg. Jawohl. Sehr gut gemacht vom CS53. Hat hier den Löwen rausgenommen. Wir liegen zwar 4-7 hinten, aber noch ist eigentlich alles möglich. Unser T10, ich weiß nicht, ob das so smart ist. Er hat jetzt auch schon wieder gut HP verloren. Also der T10 scheint nicht so ganz auf der Höhe zu sein. Er fährt jetzt da in 3 TDs quasi rein, anstatt hier umzudrehen. Vielleicht hier hinten lieber zu schauen, dass wir hier irgendwie für ausgeglichene Verhältnisse sorgen. ISM kann da weiter vom Hügel runterfahren. Und hier vorne steht jetzt schon, wie gesagt, wir haben hinten noch den T25-2. Ich denke mal, das wird hier eine Niederlage werden, einfach weil das Gegnerteam die wichtigeren Positionen hält, das Gegnerteam auch noch mehr AP hat, aber sagt niemals nie. Ich versuche jetzt hier den ISM offen zu halten, aber unser sturer Emil ist jetzt auch nicht in der Position. Wir müssen jetzt hier wirklich uns wieder zurückverlagern, dass zumindest der Ru oder der T25-2 so weit aufrücken, dass wir auf die schießen können. Und der T10 ist jetzt in 3 TDs reingefahren. Also es ist halt, ist jetzt nicht gerade eine große Hilfe für das Team gewesen. Vor allem war er Full HP, war eigentlich nicht nötig, dass er da seine HP wegschmeißt. Oh, der Ru hat uns jetzt nochmal getroffen. Ich denke, das war's jetzt. Der ISM hält uns jetzt hier halt die ganze Zeit offen.
AV Bounce leider. Ja. Es ist in so einer Situation jetzt schwer, gerade auf der Karte ohne Hügel. Wir sind in Unterzahl, die Gegner haben noch ganz gut Panzer. Jetzt ist der Skorpion nach vorne. Beziehungsweise der Bisonte ist jetzt hier nach vorne gekommen. Und der Skorpion konnte hier auf uns schießen. Also von Map Control waren wir ganz weit entfernt. Wir hätten da am Anfang den Hügel besser behaupten müssen. Und auch der sture Emil wird sich jetzt hier nicht mehr durchsetzen können. Ich denke, dafür, dass wir jetzt hier Lothier waren, haben wir versucht, zumindest dagegen zu halten. Haben versucht, am Anfang das Zentrum für unser Team zu spielen, was der Panzer halt hergibt. Aber da ist einfach zu viel auf den Hügel gefahren. Und auf der anderen Seite haben sich unsere Gegner, unsere Mitspieler T10 und Co. Ja, zu hart weggeworfen. Ich glaube, dass der T10 hier wirklich ein nicht gutes Spiel dafür, dass er in einem zweistufigen Matchmaking Top-Tier war. Ja, das ist halt einfach. Das ist halt einfach nichts, ne? Gerade in so einem Matchmaking ohne Arti in einem 9er Heavy sitzen, da muss halt einfach mehr kommen. Da müssen solche Zahlen hier Minimum auffliegen wie beim Bisonte. Schade, auch der Schar hat sich jetzt hier nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Egal. Ich würde sagen, wir starten direkt in die nächste Runde und hoffen, dass wir ja, für unseren T29 ein bisschen besseres Match erwischen. Das sieht schon nicht so schlecht aus mit Tier-Situation. Ein paar Achter sind am Start. Auf jeden Fall auch eine ganze Menge Sechser. Ich persönlich bin kein Freund davon, ehrlich gesagt, hier zum Bahnhof zu fahren. Weil ihr da dann immer entweder snipen müsst mit eurem Heavy oder ihr steht da vor anderen Halder und Heavys und bejuckt euch gegenseitig. Das kann man wegen der IS-6 machen. Ich hoffe, dass unsere mobileren Panzer wie der Centurion, der Patriot etc. sich dazu entscheiden, hier in den Süden zu fahren. Einfach mal anzeigen, was ihr vorhabt. Um Hilfe beten. Oh, bei IS-6, wenn der mitkommt, auch nicht verkehrt. Schade, dass unser Centurion und unser Patriot jetzt hier schon wieder solche Geschichten da zusammenfahren. Im Norden geht halt leider auf der Karte Studianski nichts. Ne? Also selten erlebt, dass da irgendwie groß was geht. Und meistens ist es dann halt eigentlich eher die sichere Niederlage. Oder man steht sich die ganze Zeit gegenseitig auf den Füßen. Die einen von A5 spotten die auf A6. Man bekriegt sich ein bisschen, man versucht gegenseitig in die Heavys reinzufarmen. Aber so groß dynamisches Gameplay, dass man sagen könnte, okay, IS-6 geht den T-44 an. SDR2 ist auch jetzt hier angekommen. Und ich will jetzt, wenn wir den IS-6 Black jetzt hier abkratzen lassen, ist nichts gewonnen. Das heißt, wir müssen ihm jetzt hier helfen. Alles klar. Gut, das läuft ja schon mal wie geschmiert. Ach bitte. Ja, dieses in so einer Situation, ne, das könnt ihr euch auch mal ganz, ganz sportlich, ganz schnell abgewöhnen. In so einer Situation, wenn ihr einen Verbündeten habt, der euch, also wenn ihr alleine seid, natürlich in den Facehack, aber wenn ihr einen Verbündeten habt, der euch helfen möchte, ja, dann ist dieses Facehack mitunter immer das Dümmste, was ihr machen könnt, weil ihr damit verhindert, dass eure Verbündeten euch helfen können. So, ich will jetzt. Der IS-6 sollte eigentlich easy den IS-Schuss bouncen können und jetzt können wir hier. So, wenn er den so zur Seite schiebt, okay. Ich nutze jetzt hier den IS-6 so ein bisschen als Deckung, weil der IS kann den IS-6 eigentlich nicht durchschlagen, aber mich. Deswegen, das war jetzt
War jetzt nicht irgendwie asozial oder so. IS-6 hat halt einfach die deutlich bessere Wandpanzerung. Da kann der IS eigentlich gar nichts gegen machen. Und deswegen haben wir jetzt hier durch nochmal einen Trackshot gesetzt. Und jetzt können wir hier wieder besser arbeiten als der IS-6. Also, da stehen ja auch genug Leute. Müssen jetzt nur uns ein bisschen arrangieren. Hummel ist am Start. Muss jetzt halt nur aufpassen, dass wir hier nicht weggefarmt werden. So, der Schuss hätte jetzt natürlich auch mal treffen dürfen. Da kommt die Arte schon wieder. Jetzt wisst ihr auch, warum keiner mehr die Arte fährt. So, das sind die Schüsse, die ich sehen will. Ich bleibe jetzt hier auch, bis die Arte mich einmal vernünftig getroffen hat, stehen. So, Bretagne-Panther haben wir. Da kommt er wieder. Ist halt nervig, aber... Oh, der Schuss sitzt auch. Oha. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ist da jetzt noch ein Challenger hier, irgendwie eine Lücke findet, um uns auf uns zu schießen. Hinten an der Grundlinie steht noch der IKV. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier den Challenger bearbeitet kriegen. Da ist er. So, das sieht sehr gut aus für unser Team hier. Wir haben entschlossener das Bachbett gepusht. Bachbett ist wie immer King. So einfach ist das. Wer das Bachbett hat, hat meistens auch den Sieg in der Tasche. So, jetzt können wir hier nochmal reinschießen. Ah, eigentlich schön auf die Turmseite gezielt. Aber der Löwe hat... Der Schuss kam auf die... Kam auf die Oberwanne, der sah besser aus, der Schuss. Und der Löwe auch völlig lost, der Kollege. Das ist halt so das, wenn man sich dazu entscheidet, da hinten einfach nur rumzustehen. So, der sitzt auch, jawohl, wunderbar. Also das ist halt, wie gesagt, das Problem. Man entscheidet sich zur absoluten Teilnahmslosigkeit. Ich persönlich habe da gar keinen Bock drauf. Ist auch nett von dem AT-7, dass er sich hier einfach vor 10 Kanonen stellt. Aber... T29, not amused Sniper Gun. Trotzdem sind wir jetzt hier bei, ja gut, 4000 kombinierten Schaden. Das schmeckt, einen Kill haben wir auch gemacht. Also das sollte reichlich Erfahrung gegeben haben. Und die Runde ist definitiv besser gelaufen. IS-6 Black auch noch mit dabei. Also sehr, sehr gut von ihm gemacht, dass er sofort kompromisslos gesagt hat, komm. Wir fahren ins Bachbett. Da war dann wichtig, dass man den nicht alleine lässt. Ja? Wenn er da alleine gegen T4400 und IS gekämpft hätte, wäre halt scheiße gewesen. Dann hätten wir den IS-6 Black völlig umsonst verloren. So hat er hier seine Rolle als Top-Tier wunderbar erfüllt. Hat sogar auch 3000 Schaden gemacht. Und solche Leute, wenn ihr dann seht, da sind Leute dabei, die für das Team wichtige Positionen bespielen bei den Top-Tiers. Lasst sie nicht am langen Arm verhungern, guckt nicht einfach zu, wie die zusammengeschossen werden, sondern helft denen. Ja, genauso wie das jetzt hier passiert ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, sowas wie der Centurion oder der Patriot, die wären prädestinierter dafür gewesen, besser geeignet. Aber mein Gott, wenn es der IS-6 Black ist und der fährt auf eine Position, wo ihr auch hinfahren wollt, unterstützt den, nutzt so ein bisschen dann auch, ja, seid kein Arsch, aber nutzt dann auch
so ein bisschen dann den Moment aus. Zum Beispiel weiß ich, dass der IS halt eine sehr, sehr schwache Durchschlag hat und der ISX Black den ohne Probleme bounced. Dann stellt ihr euch dahinter und bietet nur euren Turm an. Die Wanne versteckt ihr hinter dem ISX. So kriegen beide eigentlich keinen Schaden und ihr verschwendet nicht unnötig HP. Ja? Dann würde ich sagen, haben wir jetzt zwei Runden im T29 gefahren. Beim T44 brauchen wir aber definitiv noch viel, viel mehr Erfahrung. Würde ich sagen, hauen wir nochmal eine Runde T44 hinterher. So, dann starten wir nochmal in die nächste Runde und hoffen, dass wir hier wieder ein... Oh, ist auch ein schickes Matchmaking. Ist zwar nicht meine absolute Lieblingskarte, aber Achter Only Battle gegen relativ viele Panzer, die sehr stark sind. KPZ-07, Progetto, Bisonte, Carnarvon. Da sind auch viele Panzer dabei, die sehr, sehr geeignet sind für das Valley. Da müssen wir mal gucken, was so in der Stadt passiert. Und wir müssen natürlich so ein bisschen hoffen, dass unser Light ganz gut spottet. Der gegnerische Light, ja, HWK-30 gegen T-290. Da würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, der eine hat den Vorteil gegenüber dem anderen. Ist jetzt kein ELC Even 90 oder kein Radpanzer. Also von daher sollten das schon faire Bedingungen sein. Eine Arti. Da müssen wir jetzt gucken. Ich würde sagen, wir fahren erstmal Richtung Stadt. Gucken, ob wir in der Mitte was beschießen können. Und werden dann so ein bisschen mit einem Auge auf der Minimap schielen, was im Valley passiert. So, der T290 hat sich da vorne einen Busch jetzt gesucht, wo er eigentlich die Mitte problemlos spotten sollte. Mal da hinten einen Blindschuss hinmachen. HWK-30 ist schon offen, das ist natürlich gut. Der Schuss sitzt auch noch. Also HWK... da ist die Arti gerade offen gewesen. Ich glaube, da hinten war es ungefähr. Müssen wir jetzt nochmal genauer hingucken. Die Schüsse fliegen leider alle zu hoch. Wichtig für euch ist immer, die Arti... Man sieht den Tracer erst nach 10 Metern, ja, also, aber er steht da irgendwo an der Grundlinie. Er muss da irgendwo stehen, oder hier, hinter dem Busch. Einfach reinballern, wenn ihr irgendwie die Arti rausnehmen könnt. Seid ihr der Held. So, 0-1. Ein paar Kollegen fahren auf jeden Fall in die Stadt, das heißt, wir sollten da hinterherziehen. Lanzen C, KV-4, T-34, Tiger 2. Valley müssen wir wirklich im Auge behalten, da ist nichts. Aber dafür sollten wir eigentlich hier in der Stadt eine Überlegenheitssituation haben, bei so vielen Gegnern, die da in die Stadt gefahren sind. Das heißt, wir sollten jetzt hier... Oh, bitte, ey Junge, hallo! Also was sind... Ich verstehe solche Leute nicht, ne? Man kann rechts, links, daneben vorbeifahren, aber immer dieses in das Heck reinfahren ist halt Schmutz. Und hilft euren Mitspielern auch nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen den Indienpanzer im Auge behalten. Der 50 TP hat Gott sei Dank schon seine AP verloren. Also der T-54 Mod, ich weiß nicht, ob das ein Bot ist oder so. Von der Bewegung her sieht es ein bisschen danach aus. Für den AMX sollten wir jetzt vielleicht Premium-Munition laden, um ihn penetrieren zu können. Ah, dass der 50 TP da jetzt noch durchschießen kann, das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Den wollte ich mir eigentlich nicht fangen. Bräuchten wir jetzt mal ein bisschen Support. Aber ich denke auch, dass es nicht der richtige Weg ist, jetzt hier frontal gegen die zu kämpfen, wenn unser Tiger 2 sich da nicht in den Sidescrape mit einbindet. Ich kann jetzt gucken, ob wir von hier hinten einen Schuss loswerden können.
Unten kommen auch schon Indienpanzer und so durch. Also es sieht nicht so ganz günstig aus. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier nochmal einen Schuss reinbringen kann. So zum Beispiel. Jetzt sind sie zumindest beide im Bereich eines One-Shots. 1:7. Das Gegnerteam hat jetzt genau das gemacht, was vermutet worden ist. Oder was ich vermutet habe, dass sie da hinten das Valley durchkrachen. Unser Team hat das jetzt nicht wirklich smart gespielt. Schade, da hätte ich gerne jetzt den AWK erwischt. Von den HP her sieht so aus, als könnten wir da noch ein bisschen gegenhalten. Jetzt kommt da unten eine Su reingekracht. Die Gegner machen jetzt auch keine Anstalten hier zu cappen, sondern die pushen. Jetzt cappt der Erste. Ist halt schwierig, jetzt so eine Situation noch zu gewinnen. So, auf Kette gestellt. So, jetzt kommen hier hinten Kanaven und Chieftain. Wieder auf Kette stellen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Chieftain vielleicht rausbekommen. Ziel erfasst. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wir haben das Ziel verloren. Und jetzt gegen den Chieftain nochmal einen Trackshot setzen. Wir stecken fest. Wir gehen voll durch ihre Panzerung. Aber zu viel DPM, Kanaven und KPZ. Also da haben wir das in der Stadt leichtfertig verschenkt. Da wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn wir die Kollegen gleich gepusht hätten, 50 TP und AMX, nachdem klar war, was im Valley kommt. Ja, da muss man dann auch mal so ein bisschen situativ umschalten und sehen, alles klar, die Gegner müssen definitiv unterlegen sein in der Stadt. Wir haben deutlich mehr Panzer da gehabt. Schade, dass das so nicht passiert ist. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Also gerade jetzt von dem T-34 nur 822 Schaden. Auch der Tiger 2 hat sich da jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. KV-4, also dieses Einser-Platoon hier, das war nicht wirklich, aber gut, sieht man jetzt auch wieder so ein bisschen. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen, weil wir dann in der Stadt auf jeden Fall eine Überzahlsituation hätten. Und dann hätte man, wenn man die Stadt freigekämpft hat, sich wieder um den Base-Dev kümmern können. Wenn man natürlich in der Stadt zu passiv steht und dann das Valley verliert, dann gibt man dem Gegnerteam genug Zeit, sich da durchzuarbeiten und sieht sich dann plötzlich in so einer Situation, wo man von beiden Seiten angegangen wird. Das ist immer unschön. Gut, trotzdem bin ich eigentlich mit der Runde für den T-44 zufrieden. Wollen wir nochmal gucken, dass wir hier jetzt nochmal eine schöne Top-Tier-Situation haben, dass wir da vielleicht noch ein bisschen was machen können. Man könnte sich jetzt entscheiden, auf die ein oder andere Flanke zu fahren. Vielleicht ist es aber auch ganz sinnig, hier in die Mitte zu fahren. Erstmal in der Mitte gucken, dass vielleicht der ein oder andere Sechser, Siebener sich da rein verirrt, die niederkämpfen. Auf der Heavy-Flanke gegen T29 und Kanaven Haldauen ist ein bisschen eklig und auf der offenen Seite, da hat man halt leider an der Wasserseite immer so das Problem, wenn niemand mitkommt, stehst du dann da, wirst gepusht, bist sehr isoliert. Deswegen fahre ich ganz gerne am Anfang ins Zentrum und orientiere mich dann so ein bisschen daran, wie sich mein Team verteilt, was so passiert, um dann entweder auszuweichen oder eine Flanke mitzupushen. Als Medium hat man da ja eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten, sich erstmal so einen Eindruck zu verschaffen, was passiert hier gerade. Gucken wir mal, da kommt jetzt ein T-34, fährt gar nicht hoch. Also es sieht schon so aus, als wenn wir die Mitte für uns gewinnen. Stritzwan ist jetzt hier aufgetaucht. Solche Situationen sind natürlich ganz angenehm. Progetto kommt jetzt über die offene Flanke, läuft da jetzt in
4, 5 Panzer rein. Also das könnte eigentlich zu unseren Gunsten ausgehen. So, nochmal ein Blindschuss hinterher. KV 85. Jawollo. Das sind doch die Gegner, die wir sehen wollen. Haben wir auch direkt mal angezündet. So, wenn die mich jetzt pushen, umso besser. Schon wieder nachgeladen, wenn er hier ist. Wenn er das jetzt wirklich durchzieht, ja mein Gott, Pech gehabt. Und die HE ist ja jetzt auch nichts mehr wert. So, den haben wir. Jetzt können wir nochmal gucken, dass wir hier vielleicht den KV 85 noch mit wegradieren. Oder den T-34. Dass er mich jetzt mit der 122mm Kanone penetriert, damit... Den habe ich jetzt so nicht kommen... Oh Gott, okay, jetzt habe ich wieder Scheiße gebaut. Komm, gib mir jetzt... Oh. Jetzt gib mir doch noch den Schuss, Alter. Er trackt ihn nur. Okay, KV 85 mit der 122mm Kanone ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Man muss damit eigentlich rechnen, dass es immer noch genug Leute gibt, die wirklich mit dieser Kanone durch die Gegend fahren. Die eigentlich super scheiße ist, wenn sie natürlich mal trifft, tut es mächtig weh. Aber die DPM ist kacke, das Gunhandling ist kacke, eigentlich ist alles an der Kanone kacke. Deswegen dann ärgerlich. Das war jetzt, denke ich, der Skorpion, der uns hier gespottet hat. Wir verlieren jetzt hier die Flanke. Auf der anderen Flanke pushen wir. Das heißt, wir bringen uns jetzt hier in eine Stellung, von der aus wir im Prinzip unsere Base defen können. So, dass die Gegner hier übers offene Feld fahren müssen. HP-technisch liegen wir zurück. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall vorsichtig sein. Wäre jetzt stark, wenn der Crumble zurückkommt. Hier ist halt immer auch so die Frage, was macht jetzt das Gegnerteam? Ne? Fahren die jetzt zurück? Wo fahren die hin? Vielleicht können wir von hier noch den KV 85 rausnehmen. Er spottet mich sogar. Interessant. Ich treffe ihn wieder. Ach, das ist sowas. Das ist halt immer richtig bescheuert, ne? Okay, die Su hat's gemacht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der T29 jetzt hier schon durchgefahren ist. Kanaven ist zurückgefahren. BZ wissen wir nicht. E25 steht da eigentlich ganz gut im Proxy-Spot. So. Ja, der ist gerade gelöscht worden. Da ist, kommt der voller PT29 angejodelt. Ich sollte ihn eigentlich hier spotten können. Er hat mich jetzt auch gesehen. Aber er hat jetzt den Fehler gemacht, er ist nicht halter und stehen geblieben. Ich will ihn jetzt eigentlich von hier unten angehen, wenn ich jetzt hier nicht verunfalle. Jetzt nur gucken, dass wir das irgendwie mit der Gun Depression ein bisschen, vielleicht einen Schuss von ihm provozieren. Und jetzt haben wir eigentlich die deutlich bessere Position als er. Er steht quasi nur im Sidescrape, wir stehen Hull down. Andersrum wäre es natürlich jetzt bitterer. So. Stellen wir ihn hier nochmal kurz auf Kette.
Jetzt ist Rapkit auch weg. Und jetzt kommt auch schon der E25, aber eigentlich ist mein Kill. Und wir holen uns den Kill auch noch. So, und jetzt würde ich sagen, pushen wir einfach den Skorpion und den Bretagne Panther. Er ist schlau von dem E25, wenn er ein bisschen wartet. Also jetzt nicht da alleine, one by one. Also es wäre jetzt wirklich gut, wenn er wartet, wenn er nicht da als erstes reinfährt. Weil er ist für beide One-Shot. Das wäre jetzt ziemlich stupid. Ja. So viel zu dem Thema. So, wir laden jetzt eine HE vor für den Skorpion. Kommt jetzt der Bretagne Panther, den können wir noch einmal hier reindrücken. Erstmal auf Kette stellen, in den Sidescrape gehen. Und uns den Kill klauen lassen. Jawohl. Aber wieder eine gute Runde am Anfang. Am Anfang das ganz gut gemacht, dann der Peak gegen den KV85, das war wieder so ein typischer Mausakrobat-Move, richtig braindead. Leider ziemlich viel AP gefangen, aber dann nochmal hinten raus, würde ich sagen, wieder besser gespielt. Prototyp ja auch, sehr gute Runde, 3-4 Schaden. Das von dem E25, das weiß ich nicht, da erwarte ich einfach mehr, einfach ein bisschen, weil im Zweifel kann die Runde dann noch knapp werden, ist halt einfach dumm, da als One-Shot in die beiden Gegner reinzufahren, einfach warten, bis der T-44 mitkommt, den T-44 dann in dem Fall als Top-Tier, ich hatte ja noch HP, die Schüsse fangen lassen und dann einfach mithelfen, aber nicht davor fahren, den Panzer wegschmeißen. Alles in allem war es doch trotzdem eine gute Session, 60% Siegrate. Die Wertung stimmt auch, gerade mit dem T-44, die Runden sahen doch sehr knusprig aus. Ich hoffe, ihr konntet für euer eigenes Gameplay ein bisschen was mitnehmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder häufiger mit dem Account unterwegs sein. Müssen wir mal schauen, ob wir das weiterhin Anfänger-Guide nennen. Eigentlich ist ja mittlerweile schon so ein bisschen, so ein kleiner Taktik-Guide, wo ich versuche, möglichst viel auf das, was ich in der Runde mache, einzugehen. Ich hoffe, ihr konntet mir auch da folgen. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch das gefällt, lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Drückt auf den Abonnier-Button, um nichts zu verpassen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein.